Herr Hafner, Sie arbeiten seit vielen Jahren mit Kinshofer-Anbaugeräten. Was fällt Ihnen bei den neuen Greifern A04H und D09 HPX auf, wenn Sie sie mit Geräten vergleichen, die Sie bis jetzt im Einsatz hatten, mit den Vorgängern? Der A04 fällt mir auf, dass er Schiene große Schalen hat, dass man die Steine schön umrunden kann, dass er mit der Halteleiste, die jetzt lieferbar ist dazu, sehr große Kraft ausübt, dass die Materialien rausrutscht. Also die Haltekraft ist sehr groß und das mit den Seitenblechen zum Tiefbau, das klappt ja hervorragend. Wie schaut's aus, wenn Sie beispielsweise Kunststeinplatten oder Platten mit gefährdeter Oberfläche behandeln wollen? Wir bieten die aufsteckbaren Anpressschienen dazu an. Haben Sie die schon mal verwendet? Die Anpressschienen, die haben wir probiert bei Randsteinen, Granitrandsteinen, und die halten hundertprozentig sauber. Die kann man ganz gleichmäßig schön sanft dranfahren, dass man nichts zerstört. Also man kann mit denen sehr gut arbeiten. Auch bei ganz glatten Oberflächen, wenn man so Marmorplatten oder dergleichen nimmt? Auch bei glatten Oberflächen sind die ganz griffig. Sehr gut. Wenn Sie Schalenform anschauen, da hat sich ja etwas getan. Man hat nicht mehr diese halbrunden Schalen, sondern leicht hexagonal angedeutete Schalenform. Können Sie in der Praxis einen Unterschied bemerken oder wie sehen Sie dann den Unterschied zu den früheren? Der Greifer, der umgreift die Steine besser. Früher war es immer so, dass man Probleme gehabt hat, dass man die Steine mit den Zähnen überhaupt erreicht hat beim Schließen, dass die meisten die Steine schon in der Mitte in der Schale hängen geblieben sind. Mittlerweile der neue Greifer umgreift die ordentlich die Steine, sodass man mit den Zähnen unten ordentlicher dran kann an die Steine. Herr Hafner, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.